Seid gegrüßt, Abenteurer. Ein neuer kabelloser In-Ear-Kopfhörer hat das Licht der Welt erblickt. Marshall heißt der Hersteller und ist sicherlich vielen ein Begriff. Gekauft hat Marshall seinen ersten Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer Mode 2 und schreibt sich direkt im ersten Versuch einen legendären Sound auf die Fahne. Ob das Ganze auch legendär klingt, klären wir später in unserem Soundfazit. Der Kopfhörer startet mit einem UVP von knapp 180 Euro und ist in der Farbe Schwarz erhältlich. Lieferumfang. Mitgeliefert werden wie gewohnt die Mode 2 True Wireless Kopfhörer, die Ladebox, das USB-C Ladekabel, verschiedene Ohrpolster in S, M, L und XL sowie das allseits so beliebte Handbuch. Ladebox. Auf den ersten Blick fällt das doch außergewöhnliche, aber typische Marshall-Design auf. Marshall bleibt sich seinem Look treu und mir persönlich gefällt so etwas. Das Branding in weißer Schrift ist ein schöner Eyecatcher. Durch die geriffelte Oberfläche liegt das Ladecase gut in der Hand und neigt nicht wie viele andere zu fettigen Fingerabdrücken. Marshall gibt eine IPX4-Zertifizierung an. Somit ist das Case auch vor Spritzwasser geschützt. Ein großer Unterschied zu anderen Herstellern ist ebenfalls die Größe der Ladebox. Marshall setzt auf ein sehr kleines Case, welches wirklich in jeder Hosentasche Platz findet, ohne zu stören. An der linken Seite befindet sich der USB-C Ladeanschluss. Du kannst innerhalb von 2 Stunden das komplette Case laden. Eine Wireless-Charging-Möglichkeit ist auch vorhanden, die im Ladevorgang etwas langsamer ist. Die Akkukapazität reicht für 4 ganze Aufladungen, welche umgerechnet 20 Stunden Wiedergabezeit entsprechen. Mit insgesamt um die 25 Stunden bewegt sich der Mode 2 In-Ear-Kopfhörer gerade noch im Mittelfeld. Vorne am Case befindet sich eine Status-LED-Anzeige, welche über Rot, Orange und Grün dir den Status wiedergibt. Die 2 LED-Anzeigen im Case blinken, sobald die Kopfhörer geladen werden. Sind die In-Ears voll, leuchtet die Anzeige durchgängig weiß. Ein Pairing-Knopf ist ebenfalls verbaut. Design und Tragekomfort. Widmen wir uns den Marshall Mode 2. Optisch in matt-schwarz gehalten und dem typischen Marshall-Branding an der Seite. Mit 4,75 Gramm ist der kleine, knopfähnliche In-Ear-Kopfhörer schön leicht und lädt zu einem angenehmen Tragekomfort ein. Verbaut wurden dynamische 6mm Treiber mit einer Impedanz von 16 Ohm. Für den perfekten Tragekomfort sowie Sound musste ich die mitgelieferten Ohrpolster ausprobieren. Ich hatte anfangs das Problem, dass ich beim Musikhören kaum Volumen oder Bass gespürt habe. Durch das Wechseln der Ohrpolster konnte ich anschließend den vollen Umfang genießen. Zertifiziert wurden die Mode 2 mit IPX5 und bieten somit auch einen ordentlichen Schutz vor Wasser und Staub. Steuerung und App-Funktion. Die Steuerung ist auf den linken und rechten Kopfhörer verteilt. Über einen Touchsensor unter dem Marshall-Logo können die verschiedenen Funktionen gesteuert werden. Uns sind keine Probleme aufgefallen. Wie bei so vielen Herstellern fehlt die Funktion der Lautstärkeregelung. Diese muss leider über das Smartphone bedient werden. Features, um die Steuerung zu individualisieren, gibt es nicht. Die Marshall-App bietet lediglich einen Equalizer und einen regulierbaren Transparenzmodus. Wir hätten uns bei einem Preis um die 180 Euro deutlich mehr Features gewünscht. Eine aktive Geräuschunterdrückung ist ebenfalls nicht vorhanden. Telefonieren. Unser Mikrofontest beim Telefonieren war durchaus zufriedenstellend. Hier für euch ein Audiobeispiel. Seid gegrüßt, Abenteurer. Wir bedanken uns für eure tolle Unterstützung und freuen uns auf das Feedback in den Kommentaren. Wir ziehen durch, ich hoffe, ihr ebenso. Auch bei mäßigen Umgebungsgeräuschen ist eine gute Sprachverständlichkeit gegeben. Sound. Wie vorher schon einmal kurz angedeutet, hatte ich anfangs nicht die für mich geeigneten Ohrpolster benutzt und mich stark über die schwache Audio-Performance gewundert. Der Bass war kaum wahrnehmbar und ansonsten klang die Musik extrem dünn. Ich kann euch wie immer nur ans Herz legen, probiert wirklich jeden Aufsatz durch, um erstens einen guten Tragekomfort zu bekommen und zweitens auch die bestmögliche Audioqualität, denn die Unterschiede sind riesig. Mir persönlich gefällt der Sound. Ich hätte aber bei dem Preis etwas mehr erwartet. Es ist zwar ein gutes Bassfundament vorhanden und auch die Mitten- und hohen Frequenzen sind gut aufgelöst,
Aber auf dem Niveau gibt es auch schon deutlich preisgünstigere Modelle. Ich würde den Grundsound als normal oder neutral einstufen. In der Marshall-App könnt ihr euren Sound noch individuell aufpimpen. Euch stehen 6 verschiedene Presets zur Verfügung und ebenso ein manuell einstellbarer 5-Band-Equalizer. Das ein oder andere Feature mehr ist in meinen Augen nicht zu viel verlangt. Wir haben den Sound mit mehreren Smartphones getestet. Uns ist aufgefallen, dass sich bei einer Lautstärke von über 75% der Sound verfälscht und zunehmend spitz klingt. Fazit: Fassen wir unsere Testeindrücke zusammen, kommen wir auf ein gemischtes Ergebnis. Die Verarbeitung, die Steuerung und auch der Tragekomfort sind durchaus positiv zu bewerten. Die Audioqualität ist zwar gut, aber auch nicht überragend. Dazu kommt der etwas verfälschte Sound bei lauter Musikwiedergabe. An Features bietet der kabellose Mode 2 Kopfhörer keine Highlights, kein ANC und keine individualisierbare Steuerung, um nur 2 wichtige Funktionen einer Kopfhörer-App zu nennen. Viele Kopfhörer im Preissegment um die 100 Euro bieten schon deutlich mehr an Features und müssen sich auch im Audiosegment nicht verstecken. Wir gehen davon aus, dass der Preis der Mode 2 in naher Zukunft fallen wird. Ein Preis um die 130 Euro wäre in unseren Augen realistisch. Am Ende kommen wir auf eine Bewertung von soliden 4,0 von 5 möglichen Sternen. Werde auch du zum Abenteurer und abonniere kostenlos unseren Test-Venture-Kanal. Aktiviere die Glocke, um keins unserer zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und sehen uns im nächsten Video wieder. Deine Test Venture Crew.